Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, mein Name ist Renate Sauer, ich komme aus dem Kreisverband Mittelsachsen und ich muss gestehen, nach den tollen Reden von vielen jungen Leuten fällt es mir richtig schwer, so fein nachzusprechen. Ich gehöre ja nun mittlerweile zu der Generation 60+. Und ich freue mich, dass so viele junge Leute nachziehen. Und ich freue mich auch an den Aktionen Fridays for Future, was die jungen Leute hier loslassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was da ein Lindner in die Welt setzt, dass die Leute doch lieber an die Schulpflicht sich halten sollen und dass wir die Sachen den Ingenieuren überlassen sollen, das halte ich doch für glatten Blödsinn. Die ganzen Technologien, wie wir erneuerbare Energien umsetzen können, sind doch vorhanden. Sie müssen einfach nur angewandt werden und sie müssen einfach nur aus der Schublade herausgeholt werden. Und es braucht eine Politik, die das umsetzen will. Und dafür sind wir Grünen ja eigentlich prädestiniert, oder? Ich möchte noch eine andere Sache anführen und da möchte ich laut der Maischer auch danken. Wir haben in Sachsenburg das KZ, eines der ersten KZs überhaupt in Deutschland. Und da waren Leute zum Beispiel wie Bruno Abitz, der dann später nach Buchenwald gekommen ist. Ich bin in der Geschichtswerkstatt mit drin und muss sagen, wir haben die Gefahr jetzt wieder. Wir haben also nicht nur untersucht, welche Gefangene dort waren, sondern auch wie die Entwicklung der Aufseher war. Und da war es eben wirklich so, dass Leute da reingekommen sind, die einfach arbeitslos waren. Und auf einmal haben die gemerkt, wenn ich andere Leute richtig drangsaliere und wenn ich denen richtig Feuer gebe, dann kriege ich einen Tag extra Urlaub, dann kriege ich mehr Geld. Und die gleiche Gefahr sehe ich heute. Und da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein und aufpassen. Und ich danke der Claudia, dass sie da eine Anfrage gemacht hat, um diese Gedenkstätte zu erhalten und weiter auszubauen. Ja, und ich sage noch eins, als ehemalige Fleischerstochter bin ich leider kein Vegetarier. Aber ich komme aus einer Zeit, wo ich mit meinem Vater wirklich aufs Dorf gefahren bin und beim Schlachten dabei war. Und da gab es noch keine Massentierhaltung. Und da wurden die Tiere erstmal schön beruhigt. Zum Schlachten durfte ich erstmal rausgehen oder zum Tod machen. Aber dann habe ich mitgeholfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es sogar sinnvoll, dass Menschen so etwas mal erleben. Dass sie einfach auch anders damit umgehen und wissen, dass sie nicht jeden Tag Fleisch essen müssen, sondern dass es etwas Besonderes ist und wer es gar nicht will, umso besser. Ich danke euch und wünsche euch und wünsche. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt für die ältere Generation. Dankeschön. Applaus